Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fall Guys. Wir schauen mal in die Shows mal rein, was es so gibt. Und tatsächlich, erkunden extrem gibt es. Warte mal. Erkundenpunkte gibt es in einem Tag. So, darf man dann gar nicht kein Respawn. Das ist cool. Das sind wieder die einzelnen Shows von Erkunden nochmal. Aber wenn man einmal runterfällt, ist vorbei. Das ist spannend, damit fangen wir an. Dann schauen wir mal, was noch so hinterherkommt. Aber als erstes machen wir das. So, nicht ganz, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil wir fangen jetzt mit der Rollbahn an, der Finalshow. Also, das checke ich halt nicht, weil wenn man die Show normal spielt, ist es wieder wie bei Schleimkraxler, in einer extremen Show. Das ist total unnötig eigentlich. Und vor allem dachte ich, es kommen jetzt hier so normale Erkundenshows wie, also irgendwelche Dings-Shows, wie heißen das hier, so von der Community, dass wenn man da einmal runterfällt, dass es dann vorbei ist. Aber Pustekuchen, wir spielen ja einfach ein normales Finale, wo es eh vorbei ist, wenn man runterfällt. Also, das check ich nicht. Aber Rollbahn eh nicht so mein Favorite-Finale. Also müssen wir das auch üben. Einfach. Oh, ich dachte, hier kommt was, aber es kommt hier. Und man kann natürlich auch über die Zeit gewinnen, aber 4 Minuten, das wird keiner von uns schaffen, sage ich. Oder ist also, es wird vorher vorbei sein. Man weiß ja nicht, ob es dann noch schaffen würde, der Gewinner. Aber ich werde es nicht schaffen. Und es wird auch allgemein keiner so lange hier spielen. Aber bin trotzdem gespannt. 8 sind schon raus. Das heißt, wir sind jetzt über der Hälfte, weil, ne, es sind ja 15 Leute drin. Insgesamt gewesen. Jetzt sind es nur noch 7. Und der Letzte, der überlebt, gewinnt eigentlich wie immer. Nein. Oh, er wollte mich so dreckig festhalten. Das war echt ekelhaft. Jetzt können wir erstmal wieder laufen. Oh, ich wäre fast da drauf. Ist ja gerade nicht einer runtergefallen? Ich dachte. Gut, hier machen wir wieder den Hecht darüber und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es nämlich schon kritisch. Man sollte mal so bei jedem. Das war ganz knapp. Top 5. Man sollte immer wieder hin und her wechseln. Und wir sind in der Top 3. Der Wahnsinn. Ja. Okay. Das ist verdammt spannend. 1 gegen 1. Der nutzt voll die Taktik, dass er immer hier rüber hechtet. Ja, GG, zweiter. Oh mein Gott, der ist immer zwischen, also auf Orange ist er hin und her gesprungen. Wir machen noch eine Show. So, nächste Runde. Und jetzt spielen wir mal wenigstens was, was Sinn ergibt, ne? Und zwar eher die. Wie hieß denn das nochmal? Irgendwas mit Fans. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hier darf man auf jeden Fall nicht runterfallen, aber hier. Steht auch gar nicht, wie viele sich so qualifizieren. Nein, nein! Oh mein Gott, ich bin abgerutscht. Wie schlecht. Ach Mann. Gehen wir gleich in die nächste Runde hier, wenn das mal angezeigt wird. So, die Folge, die Show eben war nicht so erfolgreich. Muss man einfach sagen. Hier ist es wiederum ein bisschen einfacher zu überleben, aber es werden einfach nur normale Shows gespielt. Das hat mich ein bisschen jetzt enttäuscht. Ich habe andere Sachen erwartet. Aber gut, ne? Kann man nichts dran ändern. Wir müssen weitermachen. Aber es wirkt auch so, als wäre die Runde gar nicht richtig voll hier. Also, es wirkt so, als wären so wenig dabei. Aber ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. Steht hier nirgendwo. Und wir gehen nicht durch die Mitte. Wir wollen ja nicht wieder runterfallen. Diesmal wollen wir auch mal ins Ziel kommen. Auch wenn das ja natürlich auch möglich ist. Durch die Mitte, aber hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Gut rübergehechtet und die ersten sind schon auf der Zielgeraden. Was? Ach, sobald der erste drin ist, ist es auch vorbei. Das wusste ich noch gar nicht. Okay, eine letzte machen wir noch.
So, und die letzte Show ist wieder ein Finale, was für mich schon wieder keinen Sinn ergibt, dass das hier dabei ist, aber müssen wir mit leben. Wieder 15 Leute, wahrscheinlich sind immer 15 Leute in den Runden. Und das wird ein spaßiges Ding hier, weil die räumen hier ordentlich auf, sage ich mal. Ich probiere so wenig Plattformen wie möglich wegzumachen. Aber das kann man von den anderen nicht so behaupten. Die sind hier richtig dabei, alles wegzuhauen, ne? Okay, 5 sind aber raus. Aber es sollte mal ein bisschen mehr werden. Okay, wir sind schon einmal rum. Hier gibt es auch extra keine Zeit. Nein, ich wollte das nicht kaputt machen, da schon. Okay. Hier können wir nochmal ein bisschen auf Blau hüpfen. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich noch ein paar Runden laufen werde. Zumindest eine. Im wahrsten Sinne des Wortes laufen, ne? Na gut. Macht er mir das hier gerade ein bisschen kaputt, aber alles gut. Boah, es hat gerade geleckt und ich dachte, es wäre vorbei. Aber es ist ein 1 gegen 1. Ist ja ultra viel dafür, dass wir mit 15 Leuten angefangen haben. Sonst sind wir hier so im Finale höchstens so 10 oder so. Ich habe hier ultra viel Platz. Also ich kann hier safe noch eine Runde gleich laufen. Sogar noch was auf Blau hier machen. Das war aus Versehen, der Hecht. Alter, hier ist noch alles voll mit Blau. Jetzt kommt der hier rüber. Weil er sieht, dass ich hier noch alles Mögliche habe, ne? Oder will er mich festhalten? Jetzt soll mal weggehen. Ich kann hier mich noch ewig überleben. Hier könnten wir die Zeit laufen lassen. Jetzt nervt er mich hier. Er will mich hier abdrängen. Aber ich bleibe standhaft. Alter, hier ist noch so viel. Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt muss ich rüber. Ja, ich habe gewonnen. Das war aber auch schon wieder ein Krampf. Ja, jetzt brechen wir ab hier. Jetzt machen wir erstmal eine entspannte Solo-Show. So, weiter geht's. Oder es geht eigentlich los mit der Solo-Show. Und zwar starten wir auch wieder mit den Rollen hier. Das kannst du ja gar keinem erzählen. Das habe ich doch eben auch geübt, wurde ich Zweiter. Jetzt ist es aber nicht so, dass es hier entscheidend ist. Also schon entscheidend, ob man weiterkommt, aber nicht entscheidend, wer hier gewinnt. 12 Leute sollen ausscheiden, 3 sind schon weg. Geht gut los, aber es könnte auch ein bisschen flotter gehen. Ich habe das Gefühl, dass das wieder so ein Zeitding wird, dass am Ende die Zeit abläuft und nicht alle 12 rausfliegen. Jetzt nach einer Umdrehung, ja okay, wie sind die gerade alle rausgeflogen? Ich wollte gerade sagen, nach einer Umdrehung sind nur 4, ne, und plötzlich sind nochmal 2 rausgeflogen. Und der vierte, der rausgeflogen ist, der ist auch kurz vor der ersten Umdrehung erst raus. Jetzt sind wir schon bei 7, ne? Na gut, kann alles mal passieren, ne? Einer hält einen fest oder was auch immer. Ist ja nicht so, als wäre ich hier noch nie runtergefallen. 8 von 12. Vielleicht wird es doch nichts. Ah, ich weiß nicht, wann die Zeit losgeht. Also, wenn jetzt gleich die Zeit läuft, dann wird das nichts mehr. Aber wenn es jetzt noch... ja, wenn es noch ein bisschen geht, dann könnte es sein, dass noch 4 Leute runterfallen. Aber ich bleibe bei meinem Guess, dass es die Zeit wird. Oh, da ist gerade einer runtergeschubst worden. Das habe ich gesehen. Das ist natürlich immer ärgerlich. Oh, 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 da war es auch gar nicht so sicher. Oh, noch einer, okay, da habe ich mich wahrscheinlich getäuscht mit der Zeit. Wenn noch einer runter muss,
Da ist er aber auch. Ja, GG, haben wir geschafft. So, jetzt spielen wir abgeschweift und wir starten mit dem Schweif. Müssen den also nur... Oh mein Gott, den instant verloren. Kannst ja keinem erzählen, dass ich da so schnell... habe ich den verloren, dass... Oh, ich war kurz oben drauf und dann bin ich genau auf einen gefallen, der... Das kriege ich nicht. Ey, 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 was ist denn hier los? Ich wurde so rumgereicht. Hab ihn? Nein, hab ihn nicht mehr. Wie kriege ich ihn nicht? Wie kann das denn sein? Den Typen habe ich doch jetzt schon, der hat mir schon dreimal und ich ihm dreimal den Schweif abgezogen. Bitte. Such dir wen anders. Nein! Oh mein Gott! Was war das denn? Die haben ja beide einen. Die haben sich so gejagt, als hätte einer keinen. Und die haben beide aber einen gehabt. Aber wir verstecken uns hier zu dritt. Ich laufe ihm einfach hinterher. Und sieht so aus, als würde ich ihn jagen. Ich gucke auch mich gerade gar nicht um. Oh, da von vorne kommen welche. Dann drehe ich mich doch lieber um. Ah, wir sind qualifiziert. 30 Sekunden nur Schweifzeit. So, als nächstes geht's mit Schleimkraxler weiter. In Nachtmodus nenne ich ihn einfach mal. Ich habe vergessen, wie er eigentlich heißt. Aber so komische Wippen. Also, da hatte ich auch schon mal schwerere Sachen. Und hier konnte man doch irgendwie schummeln, habe ich doch neulich gesehen. Oder haben die es behoben? Ich weiß nicht, ob ich es probieren sollte. Jawohl, guck mal, man kann da wirklich schummeln. Okay, das wollte ich mal testen und es geht. Obwohl sie da so eine Mauer hingebaut haben. Das war stark. Genau das richtige Timing getroffen. Und wieder. Irgendwie hatte ich gerade Ultra-Luck. Das war echt lucky. Ich könnte rüberspringen, aber ich will lieber auf den sicheren machen. Nein, nein, was mache ich hier? Das war nicht so smart, was ich da gerade gemacht habe. Aber... Warte, bis der Ventilator einmal angeht. Ich bin viel zu früh losgesprungen, aber es hat vom Timing gepasst. Ich dachte, so lange kann der doch nicht an sein und bin einfach rüber. Das war eigentlich gar nicht so smart. Aber wir sind tatsächlich jetzt qualifiziert für die nächste Runde. So, und vor dem Finale wird anscheinend jetzt nochmal aussortiert, so wie es, wie ich die Show hier am liebsten mag. Oder diese Runde. Oh mein Gott, ich sollte laufen. So kann ich es noch schaffen. Aber wenn ich jetzt mit dem Hammer noch... Nein. Hammer noch weiter probiere, schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Oh mein Gott. Ich schaffe es wirklich noch. Ich hatte zwischenzeitlich so viele vor mir gesehen, dachte ich schaffe es nicht. Aber wir sind im Finale. In der ersten Mal bei der ersten Solo-Show heute. Und jetzt haben wir das Finale erreicht. Und was sehe ich hier denn? R2-D2? Ich wusste gar nicht, dass die einen Star Wars Collab haben. Na gut, Fortnite hat ja auch eine Star Wars Collab. Das gehört ja zusammen. Mittlerweile. Wir spielen dünnes Eis im Finale. Und ich bin ein bisschen nervös, sag ich mal. Es wird spannend. Und ich gebe mein Bestes, aber dünnes Eis habe ich heute noch nicht geprobt in der extremen Kundenshow. Da gab es das noch nicht. Heute. Also muss ich mich hier so ein bisschen drin versuchen. Es ist auch noch keiner raus. Das macht es nicht unbedingt besser. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier relativ früh runterfliege. Ich habe eine kleine Idee. Der erste ist schon mal... Was? Wie hat er das überlebt?
Okay. Die ersten sind raus. Soll ich rüber wechseln? Ich hätte noch. Ich hab gewonnen! Wollte gerade gucken, wo die anderen sind. Das kann nicht wahr sein. Ich hab's geschafft. Erste Solo-Show und gleich gewonnen. Damit haben wir Solo-Show für heute schon abgehakt und gehen in Knockout. Weiter geht's mit der Knockout-Show. Erste Runde, wieder diese mittelalterliche Dings. Oh, was war das? Ein kleiner Lag. Da waren sie, sind sie alle kurz auf der Stelle. Alter, wurde gut nach vorne geboostet. Muss man dazu sagen. Ich check das nicht. Dieses Teil hier. Es gibt Momente, wo man einfach nicht vorankommt, weil man einfach von diesen Teilen immer wieder weg und immer wieder und wieder weggehauen wird. Und eben bin ich einfach durchgerannt. Ich habe nicht mal gestoppt. Also beim ersten. Beim zweiten habe ich gestoppt, aber beim ersten bin ich einfach durchgerannt. Kein einziges Mal gestoppt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Hier geht es perfekt runter, wenn ich hier gerade komme. Und erste Runde haben wir damit auch schon geschafft, ne? Wir gehen re weiter Richtung Finale. So, zweite Runde Wild Dunes. Mal sehen, was hier so abgeht. Die Show habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Aber es geht hier runter. Okay, hier wird gerutscht. Hier wird hochgeboostet. Okay. Okay, ja. Man hätte auch einen anderen Weg gehen können, aber der war auch schön. Oh, 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 oh. Das hat wehgetan. Okay, hier lang. Alter, das ist verwirrend. Aber wir werden es hinkriegen, würde ich sagen. Wir gehen durch die Mitte. Sieht ganz nett hier aus mit diesen ganzen gemeinen Sachen. Und wir sind hier schon im Ziel. Okay, die habe ich mir ein bisschen länger vorgestellt. Die Mappen, wir waren sogar Erster. So, weiter geht's mit dem Hoverboard. Hoverboard-Helden. Auch wieder ein easy Ding. Müssen wir uns qualifizieren für die nächste Runde. Ist eine Pflichtveranstaltung. So. Erstmal vorne, ganz entspannt mit. Sind auch nur drei Kanonen. Deswegen müsste es eigentlich auch gar nicht so kompliziert werden. So, warten wir noch. Ey, er will mich hinten runterwerfen. Und jetzt rennen wir durch. Durch, durch, durch. Die haben das so ein bisschen verbessert, dass die nicht gleichzeitig schießen. Weil sonst war es ja easy. So war es schon ein bisschen schwieriger. Oh, oh. Was mache ich hier gerade? Okay. Ich warte noch. Jetzt gehe ich mit. Und rutsche aufs Hoverboard drauf. Hopp, sind wir hier. Das lief ganz gut. Und dann sind wir auf dem Hoverboard wieder drauf. Waren wir eigentlich die ganze Zeit, nur wir haben einen kleinen Umweg genommen, ne? Weil uns der Weg versperrt wurde. Ich wollte eigentlich auch wieder hinten warten. Ich warte noch eine Umdrehung hier. Und durch, 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 durch. Und nochmal ein Hechter, falls es mich erwischt hätte. Man kann auch rennen. Naja, das mache ich nicht. Nein. Oh, zum Glück mit dem Hechter noch rein. Ich wäre fast wieder runtergefallen. So, und wir sind im Finale. Und nur zu viert? Es haben nur vier Leute ins Finale geschafft. Und das heißt, wir müssen hier dieses Dschungel-Dings gewinnen. Es bleibt mir keine andere Wahl. Ich gehe auf Risky. Nee, ich wollte gerade durchgehen. Okay. Hä, mal, es ging beide Wege? Oh mein Gott. Das habe ich nicht gecheckt. Gott, ich will. Ist er dumm? Es ging doch nur hier lang. Jetzt muss ich es schaffen. Bitte. Jawohl! Wir holen auch noch da den Win. In der Knockout-Runde auch First Try. Und auch noch bei Dschungel-Labyrinth. Wir hatten Glück, weil der Typ überhaupt nicht gecheckt hat, wo es lang geht, ne?
Muss man dazu sagen, aber jetzt bleibt uns ja nur noch die Erkundenshow. So, und wir starten mit irgendeiner Runde hier. Oh. Ich weiß noch nicht, was passiert. Ich dachte eigentlich, es wird irgendwas geschossen, aber es passiert... Oh, doch! Alter Vater! Was? Was passiert hier? Nein! Ich bin runtergefallen. Alter! Es wurde ja alles auf einmal geschossen. Wir gehen gleich in die nächste Runde. Wie schnell ging die denn vorbei? So, wir starten in die nächste Runde. Batalla Invernal. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich brauche hier so einen Klopper. Hau sie alle weg. Ich möchte lieber ihn hier haben. Nein, ich habe losgelassen, ich Idiot. Weil ich dachte... Oh, was ist denn der Ball? Ach, das Teil dreht sich. Ich habe es die ganze Zeit nicht gecheckt. Ich probiere hier die Leute wegzuboxen. Scheiße. Ich muss mich unsichtbar machen. Nein, ich bin raus. Wenn man diesen blauen Ring hat, ist man raus. Alter, ich war... Es waren 15 Ausscheiden und ich war 13. oder so. Egal, wir gehen wieder in eine Runde. Also es geht, die gehen viel zu schnell alle. Und weiter geht's. Esquilo Jovial, keine Ahnung. Es ist entscheidend nochmal das gleiche, nur dass man jetzt hier... so Blöcke hat, auf denen man sich verschanzen kann. Ich weiß aber nicht so richtig, ob man sich wirklich verschanzen kann. Ich wollte mir das Teil gerade in der Mitte holen, damit kann man so einen wegboxen. Das hatten wir mal in der einen Show. Was ich aber nicht checke, dass die beiden hier noch da sind. Du haust ab. Du haust auch ab. Man kann ja auch die Blöcke wegschieben. Nein. Ey, hat mich auch voll weggekloppt. Ich habe irgendwie überlebt. Doch, doch, hau ihn weg. Jawohl. Ey, ich wurde voll weggehauen. Wo ist der Block? Da hinten. Okay, ich brauche unbedingt so ein Ventilatorteil. Solange man das nicht hat, ist man eigentlich aufgeschmissen. Da ist eins. Nein, er hat... Was ist denn das für ein Stapel eigentlich da? Da hinten ist noch so eins, aber da komme ich nicht hin. Rechtzeitig. Ich könnte mir eine Faust da hinten holen. Aber... Oh, perfekt. Ich probiere es mal mit diesen Teilen hier. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Okay, irgendwie muss noch einer runterfliegen. Mal sehen, ob wir es noch hinkriegen. Er hier muss fliegen. Nein, ich bin derjenige, der fliegt. 8 Sekunden vor Ende. Okay, zum Abschluss machen wir noch eine. Ich will ja noch mal eine gewinnen. So. Nächste Runde und ich weiß noch nicht so ganz genau... Was hier passiert? Ach, der grüne Mann, man wird hier ultra geboostet. Ist hier runter? Ich weiß, es ging auch auf der anderen Seite, aber... Oder ging es überhaupt auf der anderen Seite? Ne, ich glaube sogar nicht. Also warum sind die Checkpoints... Alter Vater, ich bin einfach durchgerannt. Das war gut. Das war sehr gut. Und sind wir hier auf der Rampe. Das macht Spaß. Ah, ich hätte den Sprung schaffen können. War nicht so smart zu warten, aber egal. Man kann auch unten durch, oder? Oh, Glück, den Jump geschafft. Oh, nee. Was mache ich hier denn? Ich muss mich konzentrieren, Gott. So. Ich will mich konzentrieren und falle sofort runter. Vergiss nicht, dass du schwierige Level jederzeit überspringen kannst. Was soll denn die Meldung da jetzt? Die trauen mir das nicht zu. Die Frechdachse. Was ist das denn, diese kleinen Teile hier? Die habe ich noch nie gesehen vorher. Okay. Ein TP? Abgeschlossen? Geht doch noch weiter da. Okay. Das war eine interessante Runde. Nehmen wir mal so hin.
Aber diese Meldung hat mich echt aggressiv gemacht, ne? Kannst du überspringen. Brauche ich doch nicht. So, Leute, das war's auch mit der Folge. Wir konnten zum Ende nochmal einen Sieg erhaschen in der Kundenshow, aber vorher haben wir natürlich perfekt performt. In erste Solo-Show haben wir gleich gewonnen, erste Knockout-Runde haben wir gleich gewonnen. Der Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.